Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer parapsychologischen Geräte-Playlist, wo wir die Geräte vorstellen, die wir auf unseren Untersuchungen verwenden, damit ihr auch ein bisschen besser versteht, wie die funktionieren, was wir damit messen, wofür die überhaupt dienlich sind und ja, ganz einfach, warum wir die überhaupt verwenden. Und das Video, was heute kommt, ist höchstwahrscheinlich oder wird höchstwahrscheinlich das kürzeste werden in dieser Playlist, was wir jemals hatten, einfach weil das Thema sehr, sehr schnell erklärt ist. Es geht um die sogenannte EMF-Pumpe. Sieht sehr unspektakulär auf den ersten Blick aus. Ein kleiner schwarzer Klotz, wo hinten irgendein Stromanschluss ist. Eine Lampe oben drauf, vorne ein bisschen mehr Werbung vom Hersteller, was ja auch vollkommen okay ist. Ich zeige es euch mal aus der Nähe. Ja, da ist die Werbung. Und ansonsten ziemlich unspektakulär, wie gesagt, hinten Batteriefach und oben eine Lampe. Was ist das? Das ist eine der wenigen Sachen, die kein Messgerät sind, sondern, ich sag mal so, ein Gerät, was für Experimente dient. Und zwar eine EMF-Pumpe macht genau das, was der Name sagt. Sie pumpt ein elektromagnetisches Feld aus, sprich, da drin ist eine Art, müsst ihr euch so vorstellen, Motor. Und dieser Motor ist, ich sag mal, vorsätzlich schlecht isoliert und so konzipiert, dass er möglichst ein großes elektromagnetisches Feld hat. Normalerweise möchte man das vermeiden, weil elektromagnetische Felder erstens störend sind und zweitens natürlich mit Energieverlust einhergehen. Aber hier ist der Gedanke, auf Maximum Energie rauspumpen und ein eigenes elektromagnetisches Feld zu erzeugen. Jetzt fragt ihr euch sicher, hey Moment, der hat uns die ganze Zeit Parallels gezeigt, RAM Master und auch das K2 mit mir, dann sagt, ja, damit messen wir Magnetfelder, das sind unsichtbare Dinge, vielleicht ist da ein Geist, weil der emittiert auch sowas. Warum will der jetzt das verwenden, ein eigenes Feld erzeugen und damit, ja, ich sag mal, seine Ergebnisse verfälschen? Ist natürlich nicht der Sinn. Das Ding dient nicht dazu, dass wir ein elektromagnetisches Feld erzeugen, das wir dann messen können, was klar ist, weil dafür ist es gebaut. Nein, sondern die Theorie, oder besser gesagt, das basiert auf Geistertheorien. Geistertheorie, die geläufigste, die wir auch in den anderen Playlists mit Theorien irgendwann behandeln werden. Man kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weil ich da noch ein bisschen am Basteln bin, bezüglich der Terminologie und der richtigen Kladographie. Besonders Kladistik, dass das wirklich auch alles schön ineinander greift und nicht total durcheinander geht, weil es bisher noch keiner gemacht hat, aber das wichtig ist. Aber nur so by the way, gibt eine These, die somit die populärste ist und die sagt halt, Geister sind Formen von Energie, die eventuell irgendwo herkommen, entweder die gespeichert sind in Form von Emotionen in Material, die mit der Zeit ausgegeben werden, indem sie vorhandene Energie verwenden, diese quasi transferieren und wir dann das Ergebnis sehen in Form von Spuk, Geräuschen, Geistererscheinungen, Magnetfelder, die sich bewegen und so weiter. Das ist so ganz, ganz oberflächlich, grob, ohne ins Detail zu gehen, wie gesagt, das ist eine Theorie. Aber das ist der Ansatzpunkt für dieses Ding, weil, ich müsste euch vorstellen, weil von dieser Theorie ausgehend, hätten wir eine Information irgendwo in dem Material in Form von Emotionen gespeichert. Also ein emotionaler Imprint im Material, das aktiviert wird, wenn genug Energie vorhanden ist. Das heißt, irgendwo wird Energie entzogen, dann, das mache ich jetzt mal informatisch, ja, konvertiert in Form dieses gespeicherten Gefühls und das Ergebnis, was ausgegeben wird, ist halt dann das, was wir als Spuk wahrnehmen. So, einiges spricht dafür, dass Geräte gerne mal Energie verlieren, Schwindelgefühle können damit einhergehen, der Energieverbrauch aus unserem biologischen, energetischen System. Und das bedeutet natürlich Umkehrschluss, umso mehr Energie vorhanden ist, desto eher können die gespeicherten Informationen abgerufen werden oder allgemein Spuk ausgelöst werden, begünstigt werden. Deswegen hatten wir auch ja festgestellt, schon auch bei Gewitter, zum Beispiel, wo die Luft elektrisch doch recht geladen ist, begünstigt in der Regel das Auftauchen von Phänomenen. Auch wenn das natürlich bisher erst stichprobenartig ist, ist noch nicht flächendeckend genug, um das als Beleg zu kennzeichnen. Da setzt das Gerät an. Das emittiert, wie gesagt, bewusst viel Energie in Form von elektromagnetischem Feld, die dann also umgewandelt werden kann. Das heißt, in der Theorie sollte das Spuk begünstigen. Das wollen wir natürlich gerne überprüfen. Dafür haben wir uns das zugelegt. Ich mache es jetzt einfach mal an, damit ihr die Funktionsweise seht. Es ist massiv unspektakulär, schaltet halt hinten an. Ihr seht, das rote Lämpchen leuchtet, kommt mal näher. Und ich halte es mal so nah ran, wie es geht. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber man hört ganz leicht den Motor schnurren.
Das ist halt der Motor, der das elektromagnetische Feld rauspumpt. So, wenn ich das nicht in der Hand halten muss, stelle ich es auf den Tripod. Und ja, einfach um das mal zu zeigen, dass wir jetzt ein elektromagnetisches Feld generieren. Wir nehmen uns verschiedene Geräte. Klassiker K2. K2, wie schon mal gesagt, auf den Menschen reagiert es nicht. Dazu sind so ein elektromagnetisches Feld einfach zu schwach, der Toleranzbereich zu groß. Der Lampe hier drin ist Magnet, darauf reagiert es. Aber selbst wenn ich ans Maximum rangehe, komme ich höchstens auf den dritten Bereich. Hier hinten ist der Messchip, mal gucken, da komme ich höher. Gut, da schlägt schon relativ stark aus. So, allerdings, ich gehe mal von hinten vom Messchip ran. So, das ist die Grenze vom Magneten. 3-4 cm vielleicht. Ich hole das mal ein bisschen näher vielleicht für euch dann, damit ihr es auch besser seht. So, da sind wir alle im Bild, sehr schön. So, wie gesagt, 3-4 cm, wenn ich mit der Seite vom Messchip rangehe. Das stelle ich jetzt noch möglichst weit außen hin, damit wir möglichst viel Platz haben. So, ich gehe mal im Hintergrund, damit ihr es besser seht. So, wo ist die Grenze? Da, perfekt. So, ich halte es gleich schräg, damit ihr es auch seht. Ihr seht, hier ist noch nichts. Ich mache es jetzt extra wohl, damit ihr es seht, nicht mit der Messchip-Seite nach hinten. Hier fängt es an. Das heißt, ich habe so ungefähr eine Spanne von 15 cm bei den Fingern. Das ist natürlich jetzt ein perfektes Maß, sehr wissenschaftlich. Sagen wir vielleicht mal so 40 cm emittiert es quasi schon ordentlich. Hier komme ich schon im gelben Bereich rein. Sind wir so bei, ja, ein bisschen mehr als 30 cm. So, die Grenze, muss ich mal sagen, seht ihr vielleicht auch, ich zeige es nochmal, 2,5 bis 10 Milligauss, ne, ist gelb, orange kommt es bei 10, deswegen steigt es halt mal langsamer an, weil die Grenze immer höher werden. So, und hier bei einer Entfernung von ein bisschen mehr als 15 cm, sagen wir 17, sind wir schon bei 10 Milligauss. Und hier, genau, ein bisschen weniger als 15, sagen wir 10 cm vielleicht, da haben wir schon die 20 Milligauss geknackt. Das heißt, es emittiert schon ordentlich Energie. Verbraucht natürlich auch entsprechend Energie. Ich mache es nochmal schnell. Seht ihr, es geht schön wie eine Ampel. Ist also recht ordentlich. Gut, verschiedene Geräte messen in verschiedenen Bereichen. Allerdings deckt das hier ein unglaublich breites Band ab. Alles reagiert. Und zum Paradise kennt ihr auch. Zack, muss natürlich umdrehen. So, nicht wundern, das ist nur, weil die dran gekommen sind. Mal sehen, wie weit ich rangehen muss. Das heißt, es ist Quatsch, das so zu halten, weil er steht da, der Sensor ist aber nach vorne gerichtet. Ups, so. Mal sehen, wo ist die Schmerzgrenze? 15, ja noch 5 drauf, sagen wir so 20 cm ungefähr. Reagiert das parallel. Die sind eigentlich empfindlicher als das K2, aber in dem Bereich, wo die messen, nicht so sehr. Dafür geht es dann schneller hoch. Ihr seht, ich gehe nur 1 cm für cm nach vorne. Und hier hat es auch die 20 Milligauss. Das kommt ziemlich gut hin. Da waren wir vor uns ungefähr auch bei 10 cm Maximalausschlag. Ja, wie ihr seht, das Gerät emittiert ordentlich elektromagnetische Felder und wir werden halt testen oder wir müssen ja versuchen, die verschiedenen Geisterthesen auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, auf die Stichhaltigkeit, und das ist eine gute Gelegenheit dafür zu testen, ob, wenn man Energie einen Raum zuführt, theoretisch ein Inertialsystem, was nicht ganz hinhaut, weil es nach außen trotzdem Wechselwirkung gibt, aber egal, Energie zuführt, ob das dann eventuelle Phänomene begünstigt, das werden wir ab mal testen. Und natürlich lassen wir euch dann in praktischen Untersuchungen wissen, ob da irgendwas bei rauskommt, ob das eine Veränderung hat oder ob zumindest das in dem Punkt hier, die These, quasi uns nichts bringt. Und damit sind wir am Ende von diesem Video angelangt. Wie hoffen wir euch? Es war für euch ein bisschen spannend, informativ, hat euch Spaß gemacht. Und gerne würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst, den Kanal abonniert und gerne könnt ihr uns auch supporten, wenn ihr wollt. Finanzielle Unterstützung ist immer ganz nett, muss aber natürlich nicht sein. Wir freuen uns hauptsächlich, wenn euch die Videos gefallen. Und wenn wir natürlich hier mit der Forschung ein bisschen vorankommen, um die Parapsychologie aus der an sich unverdienten, ja, ich sage mal, wissenschaftlichen Hölle herauszuholen, weil man da eigentlich sehr gut wissenschaftlich arbeiten kann und
viele Thesen, die es gibt, meistens von Fachleuten oder von Nicht-Fachleuten, was eher so ein bisschen schlimm ist, einfach nicht überprüft und als falsch angenommen werden, einfach weil sie sagen es glauben, dass sie nicht dran glauben, was für ein Wissenschaftler an sich ein Problem ist. Ein Wissenschaftler sollte möglichst wenig glauben. Ich meine, Glauben ist nur ein guter Ursprung, man muss irgendeine These haben, an die man testen möchte, aber man muss sie natürlich auch überprüfen und auch andere zulassen. So, aber genug dazu, das ist schon wieder eher Theorie zur Geistertheorie. Deswegen, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und wir freuen uns natürlich, wenn wir uns wiedersehen. Und ja, viel Spaß, macht's gut, ciao! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und eine Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder auch über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.